Ich glaube, der hat eingeschissen. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Pepper und Schorsch sind eingeschlagen. Wie, die sind eingeschlagen? Und wenn sie wieder aufwachen, dann ist Scheißnachten. Aber es ist doch eigentlich Coronachten dieses Jahr. Wieder mal. Oh, genau. Besuch vom Scheißnachtsmann. Scheißnachtsmann, der kommt immer. Es ist Scheißnachten. Pepper und ihre Familie übernachten heute bei Owutz. Bei Owutz. Ich stelle mir vor, muss Oma wirklich so rufen. Ey, oh, komm mal kurz her. Schorsch, wach auf. Fein Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Kamelz und Rienmandannen. Rienmandannen. Genau so heißen die Dinger. Rienmandannen. Ich glaube, der hat eingeschissen. Wie schnell auch Mama wohl so aufwacht, Alter. Sehr geil. Oh, durch die Decke durch, Alter. Hä? Der liegt auf dem Rücken und scheißt nach oben? Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Boah, Alter. Der ganze Schlafanzug ist voll. Ich glaube, in der Wurst war Helium drin. Mama, Papa, es ist... Ma, voll, Alter, nur O. Oh je. Es ist ein scheiß Weihnachten. Voll dumm. Was? Geht und. Scheiß Oma und Opa. Oma, Opa. Keine Panik. Alle Mann an Deck. Scheißnachten! Es ist doch erst 3 Uhr morgens! Aber der Weihnachtsmann! Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Er war schon da! Hier, die Möhre, der Saft und der Scheißen sind weg! Da sind nur noch Krümel! Ja! Der Weihnachtsmann mag guten Scheiß. Und unter dem Baum. Weihnachtsmann mag guten Scheiß. Kann ich mir vorstellen. Sind große Geschenke. Ich hab mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt packen? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen. Nach dem Scheißnachtessen, genau. Da kannst du die besten Geschenke kacken. Oh, Kaka. Oh, Kaka. Perfekt. Im Pepper und ihre Familie scheißen beim Scheißnachtsessen. Oh Gott, hier ist was. Hier sind Knallbonbons. Hey, ich setze sie halt einfach zusammen. Drin. Und dürft nicht nach. Hast du dir was gewünscht, Pepper? Ja, ich habe mir gewünscht. Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Dieses hier ist für Schorsch. Es ist eine Autorennbahn. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste. Junge, auf so eine Kiste möchte ich bitte hoch haben. Ups. Hier genau. Ist dein Geschenk, Papa Wutz. Socken. Und ich habe Socken. 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 Das ist das hassigste Geschenk, was man kriegen kann. Zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach nur so Socken. Allgemein Klamotten. Ey, ich... Versprecht mir, wenn ihr mal Kinder habt, schenkt ihnen bitte zu Weihnachten, Geburtstag niemals nur Klamotten. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Auch wenn sie so tun, als ob sie sich freuen. Sie werden euch hassen. Also, dann ist das letzte Geschenk bestimmt für... Mich! Ich hab mir eine Puppe gewünscht, die Leute. Dazwischen vielleicht ein T-Shirt zwischen den eigentlich geschenkt oder eine neue Socke. Man weiß nicht. Die zweite kann man ja dann zum Geburtstag schenken. Das ist okay, aber nur rein Klamotten. Ey, das hab ich auch immer gehasst. Läuft und spricht und die Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Oh!
Das ganze Haus fällt doch bald auseinander, Mann! Mensch, wird sich Pepper freuen. Oh, Vogelfutter? Vogelfutter? Das Geschenk ist für Piepmatz. Aber das war doch das Letzte. Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Das ist echt gut. Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Ach, was? Ich bin also der Weihnachtsmann. Sehr gut. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg. Alles klar. Das ist gut. Nach Hause. Jetzt ist das letzte Geschenk in diesem Jahr auch verteilt. Oh, was ist denn da ganz? Nun, ich habe eine krasse alte Stimme. Unten in meinem Sack. Leicht zweideutig, wenn ich in meinen Sack rumfummel. Der Weihnachtsmann hat dich bestimmt nicht vergessen. Ich war doch ein liebes Schweinchen, oder? Gleich wieder abhauen. Nervschweinchen, oder? Nochmal bitte. Ho! Also YouTube-Kackisch geht schon so, ja. Aber rückwärtsisch kann ich noch nicht so ganz. Vor allem YouTube-Kackisch-Sprache. Ho, ho. Weihnachtsmann! Ist dein Geschenk, Peppa. Ist dein Geschenk? Na dann, guten Appetit. Entschuldige bitte die Verspätung. Nett, Alter. Das ist nicht der Weihnachtsmann. Stanrixmann, das ist der Prankman. Sehr gut. Oh, das Haus hält nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Es fällt wirklich zusammen. Ich fass es nicht. Sehr geil. Darauf hab ich gewartet. Genau darauf. Möchten Sie etwas Weihnachtspudding? Schorsch und ich haben ihn gerührt und uns was gewünscht. Das ging auch schnell. Junge, war das geil, Mann. Das war echt zu geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Und diese verabschiede ich mich und bin damit raus.